So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Van Bergen wieder im FIFA Ultimate Team und wir sind ja noch nicht fertig. Nein, ganz im Gegenteil, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und zwar sind es noch mehr als drei Positionen, glaube ich, oder genau zwei Positionen. Die eine steht noch aus, die ich jetzt verkünden darf. Und die anderen machen wir auch noch klar. Also, erstmal rein. Ihr wisst es, wir starten immer mit einem Pack-Opening. Vielleicht habe ich ja heute Costa. Costa Cordalis oder was? Nein, zentrales Mittelfeld. Eine 82 hat der Gute. Aber gewohnterweise sind die zentralen Mittelfeldspieler grundsätzlich immer relativ langsam. Ne? Man findet recht selten welche, die denn doch ja, recht fix unterwegs sind. So, ich speichere alles im Verein. Die Sachen scheinen hier dann doppelt zu sein. Schnellverkauf. Ach, das muss ich einlösen. Hier, die kann ich auch nicht gebrauchen. Die Münzen kann ich aber einlösen. So. Das ist ganz hilfreich. Den guten Jermaine Jones, ja, den mag ich überhaupt nicht. Ich mag den gar nicht, der Typ. Ja, ist absolutes Feindbild von mir. Als Typ. Nicht, weil er bei Schalke spielt, sondern einfach so vom Typ her. Mag ich ihn überhaupt nicht. Hat sich mal so ein paar Dinger geleistet. Aber okay, ja, wir gehen raus. Und zwar wurde ja wieder fleißig gewählt. Links außen, zentrales offensives Mittelfeld. Links außen, wen habe ich genommen? Als Senkrechtstarter habe ich Kevin De Bruyne genommen. Ich weiß, ich habe auch gelesen. Ribéry hatte wesentlich mehr Likes. Warum habe ich Ribéry nicht drin? Also, wie gesagt, also ich nehme Reus, nehme ich mit rein und De Bruyne. Eigentlich müsste ich ja statt Reus, weil wegen den Likes, müsste ich ja Ribéry nehmen. Aber Punkte Nummer 1. Erstmal ist Ribéry zu teuer im FIFA Ultimate Team. Erstmal kostet mich 2 Millionen. Vielleicht kriege ich es noch auf die Kette, ich muss mal abwarten. Bitte steinigt mich nicht, er kostet nur um die 2 Millionen knapp oder 1,7 Millionen. Das ist, so viel habe ich momentan gar nicht mehr, obwohl ich schon viel Kohle habe. Aber jetzt wird es langsam leer, wenn wir zum Finale hingehen, die letzten beiden Positionen. Also wie gesagt, deswegen ziemlich teuer. Und als zweites, ein Senkrechtstarter ist Ribéry nicht. Der war schon immer einer der besten Linksaußen. Also wundert mich, dass ihr ihn reingewählt habt. Aber okay, als bester, wir haben ja auch Lahm drin, ne? Ist ja auch bekannt, einer der besten Rechtsverteidiger. Deswegen, also, wenn es sich irgendwie ergibt, werde ich auf jeden Fall Ribéry noch dazu holen. Den bin ich euch schuldig und den werde ich auch versuchen zu holen. Idealerweise sogar noch als Tots. Mit 7 Millionen kostet er dann, ne? Also heftig. Okay, nein, wir machen heute weiter und wir wählen heute mal den Stürmer. Wer war eurer Meinung nach der beste Stürmer? Und da habe ich auch wieder so einen Typen auf der Pipeline. Klar, Lewandowski war gut, Meier hat viele Tore geschossen und der ein oder andere auch. Aber zum Beispiel ein Kiesling ist auch überragend stets und ständig, ne? Finde ich. Also jedes Mal richtig tolle Saisons hingelegt. Also ihr sagt mir Bescheid, wir wählen heute Stürmer. Also rein geht's. Ich finde, Kevin De Bruyne ist der beste Senkrechtstarter auf dieser Position. Noch mehr senkrecht als Reus, meiner Meinung nach. Deswegen ist er drin. Ich hoffe, ihr geht da mit. Und ansonsten wählen wir heute mal Stürmer. Und dann gehen wir schon nach rechts außen. Also, heute bitte Stimme. Und damit wir langsam dann diese Woche noch die ersten Spiele machen können, haut's raus bitte und gebt Bescheid. Und weil es so schön ist, hole ich noch ein Package. Komm, weil es so schön ist. Also, ab in den Shop. Und mit ein wenig Glück kommt jetzt was ganz, ganz Tolles. Was ganz, ganz Geiles. Illner. Ah, wieder was Silbernes dabei. Illner ist das Inler. Inler, gar nicht Illner, sondern Inler. Der Schweizer, sicherlich ziemlich beliebt in der Schweiz, ist doch Nationalspieler auch, ne, glaube ich. Also, ich speichere mal alle im Verein, guck mal, wie viel ich speichern kann, der Rest geht. Ja, der Rest wird verkauft, zack, und weg damit. Alles klar, okay, meine Lieben, dann sehen wir uns gleich wieder in den Kommentaren und gebt Gas bitte, bis gleich.